Brücken haben mich schon immer fasziniert, denn sie sind viel mehr als reine Bauwerke. Sie sind Verbindungen. Verbindungen von Ufern, von Ländern, von Menschen. Als 2016 die Anfrage kam, bei Brückenprojekten in Schottland einzusteigen, habe ich nicht lange überlegt. Und meine beiden Söhne haben mich wie immer dabei unterstützt. Und nach der Ankunft, als ich die Menschen kennengelernt habe, die Umgebung, die Natur, habe ich mich allmählich verliebt in die Stadt Edinburgh. Natürlich war es eine Herausforderung, sich in der neuen Umgebung zurechtzufinden. Es fing schon mit dem Linksverkehr an und mit der Wohnungssuche. Eine weitere große Herausforderung war, die Brücke rechtzeitig fertig zu bekommen. Gerade auf der Südseite mussten wir uns beeilen und meine Aufgabe bestand darin, die Gewerke so zu koordinieren, dass der Lückenschlusstermin eingehalten werden konnte. Das haben wir auch geschafft. Und jetzt schauen Sie sich mal diese 2,7 Kilometer lange Schönheit an. Sie leuchtet bei jedem Wetter anders. Da geht mir als Architektin direkt das Herz auf. Die Brücke hat auch gewaltige Ausmaße. Der mittlere Pylon hat Höhe von 210 Meter, ist momentan der höchste Pylon in Großbritannien. Und dann die Stahlkabel. Die Länge der Stahlkabel beträgt 37.000 Kilometer. Das ist fast wie eine Erdumrundung. Für ein solches Projekt braucht man natürlich ein gutes Team. Genauso wichtig sind die Menschen, die wir nach der Arbeit treffen. Hier gibt es jede Menge Pubs, wo man gut essen und auch Ale trinken kann. Bis heute kann ich mich an der Brücke nicht satt sehen. Sie ist für mich der Inbegriff von Architektur, so wie ich sie verstehe. Als mit der Landschaft und in Raum verschmelzende Kunst. Das macht Queensferry Crossing zum Projekt meines Lebens.